Die vergangenen 4 Wochen habe ich mich in dem sogenannten Magmaton nur von McDonald's ernährt und wollte herausfinden, wie schlecht meine Blutwerte werden, wenn man sich einen Monat ausschließlich von Fastfood ernährt. Meine Blutwerte haben sich auch verschlechtert, ich habe Fett aufgebaut und Muskulatur abgebaut und jetzt im Magmaton Reverse werde ich versuchen, genau das Gegenteil zu machen und schauen, ob ich die 4 Wochen Fastfood mit gesunder Ernährung rückgängig machen kann und wie viel man mit Sport und gesunder Ernährung rausholen kann. Deswegen werde ich mich jetzt 4 Wochen gesund ernähren, versuchen jeden Tag Eis zu baden, wieso werdet ihr nachher noch erfahren, mehr Ausdauersport zu machen und mit einem Kaloriendefizit von 500 Kalorien am Tag auch noch abnehmen und eventuell sogar Muskulatur aufbauen. In dem Zeitraum von den 4 Wochen findet auch mein Geburtstag statt und ich werde insgesamt 2 Cheat Days machen, weil ich persönlich meine, dass man auch mal mit einer kleinen Gönnung gesund leben und abnehmen kann. Doch bevor das Experiment losgeht, musste ich natürlich erstmal eine Eistonne zulegen. Dafür geht's auf den Baumarkt. Und das Objekt der Begierde befindet sich hier. Ich passe auch perfekt rein. Jetzt sind wir das Teil nur noch mit nach Hause bekommen. Dann stellte ich fest, dass das Ding zu groß ist für das Auto. Also mietete ich mir etwas Größeres. Und hier im Garten steht das ganze Ding jetzt und wird befüllt. Freitag, der 18. November, 9.20 Uhr und das ganze Experiment geht los. Hinter mir befindet sich meine Eistonne, Leute. Mein innerer Schweinehund sagt mir gar keinen Bock. Das Wetter ist so nicht so geil. Wir haben einen Monat Zeit, uns ranzutasten. Wir legen mal mit 1,5 Minuten vor. Ui. Go. Boah, Junge. Ich bin es so nicht mehr gewohnt. Das wird hart. Kaltes Wasser und Kälte generell hat viele positive Effekte auf die körperliche Gesundheit, mentale Stärke und Stressresistenz. Zum Beispiel lässt Eisbaden deine Stoffwechselrate kurzzeitig um 350% und Dopamin um 250% steigern. Außerdem wirkt es entzündungshemmend, kann die Regeneration beschleunigen und braunes Fettgewebe aktivieren. Wir haben also ein paar gesundheitsfördernde Vorteile. Besonders wollte ich aber meine Psyche wieder abhärten, nachdem ich durch den Monat Fastfood wirklich ein bisschen verweichlicht bin. 1 Minute haben wir geschafft. Genau jetzt, wo der Schmerz nachlässt, geht's raus. So sieht man danach aus. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall richtig wach, Leute. Aber es war unangenehmer und weniger geil, als ich gedacht hätte. Wir haben 1,5 Stunden später. Ich war mit den Hunden Gassi. Ich fühle mich richtig gut. Und ich hatte nach dem Eisbad so ein richtiges High an guter Laune. Und man hat sich einfach schon gut gefühlt. Man hat was erledigt. Und dementsprechend gibt es jetzt auch was Schönes, Gesundes zu essen. Die Mahlzeit, die ich vor mir stehen hat 578 Kalorien, 60 Gramm Eiweiß, 6,6 Gramm Fett und 70 Gramm Kohlenhydrate. 3 Omega-3-Kapseln. Und damit meine Verdauung, mein Darm wieder probiotisch wird und von diesem ganzen McDonald's-Fraß sich wieder erholt, gibt's ein Kombucha. Vor einer Woche hätte das Ganze jetzt noch nicht so ausgeschaut, sondern wahrscheinlich eher so und auf den Fraß hätte ich jetzt wirklich gar keinen Bock. Den ersten Tag des Experiments werde ich heute mit meiner Ernährung durchnehmen. Nach dem Frühstück gibt's nämlich eine Thunfisch-Protein-Bowl und zwar 3 Stunden später. 300 Gramm gekochte Kichererbsen, 130 Gramm Thunfisch, ein bisschen Gurke, Tomate und rote Zwiebeln. Wir haben jetzt fast 14 Uhr und ich habe noch nicht mal super krass Hunger und wenn ich das aufgegessen habe, habe ich auch noch nicht mal 1000 Kalorien in mir und schon über 100 Gramm Eiweiß. Hier dran schneide ich gerade den ersten Teil des McDonald's-Experiments und da sah es nach der ersten Mahlzeit ganz anders aus. Das Zeug ist mittlerweile verdaut und ich habe ein richtiges Tief. Ich bin richtig, richtig müde. Es hat mich 0,0 gesättigt. Es sind 1340 Kalorien. Vom Wohlbefinden fühle ich mich schon besser. Schmecken tut mir das Ganze auch. Ich habe kein Mittagstief. Und wenn ich das gleich verdaut habe in 2 Stunden, steht die erste Trainingseinheit an. Wir wollen ja auch wissen, ob ich stärker werde durch das ganze Experiment. Deswegen habe ich mal geschaut, wie oft ich die 100 Kilo zu Beginn des Experiments drücken kann. Und es waren einfach nur 3 Mal. Das ist wirklich nicht allzu stark. Das gleiche machen wir am Ende des Experiments wieder. Und ich habe übrigens mit einem Dreier-Split trainiert. Da werden am ersten Tag mit 3 bis 4 Übungen Brust durchgehauen. Und danach noch mit 2 Übungen Trizeps und 1 bis 2 Übungen Bizeps die Arme. Wie schon gesagt, gibt es auch ein bisschen mehr Ausdauersport. Deswegen habe ich immer versucht, nach jedem Training nochmal so 15 bis 20 Minuten ein bisschen Cardio zu machen. Am zweiten Trainingstag stehen dann 1 bis 2 Übungen für den unteren Rücken und 2 Übungen für den Bauch sowie 4 bis 5 Übungen für die Beine an. Und am dritten Trainingstag werden mit 4 Übungen der obere Rücken und mit 3 Übungen alle Partien der Schulter trainiert. Der vierte Tag ist dann mein Rest-Day, denn der Körper braucht auch Regeneration. Und am fünften Tag geht das Ganze wieder von vorne los. Alter, da ist mir aber ein Lächeln ins Gesicht geschnitzt. Wenn ich mein erstes Workout von den 4 Wochen vergleiche mit den Workouts während der McDonald's-Zeit, ich bin voller Endorphine gewesen und ich fühle mich einfach schon viel besser. Und das von nur einem Tag. Ich habe zwar noch ganz leichte Kopfschmerzen von dem McDonald's-Experiment, aber die Ernährung wird ja besser. Mein Post-Workout-Meal sieht so aus, wie Markus Rühl sagen würde. Viel hilft viel. Sind hier auch viele Nährstoffe drin, die mein Körper gut gebrauchen kann. Rosenkohl mit Mikronährstoffen, 300 Gramm Putenbrust für Eiweiß. Rosenkohl hat übrigens auch 11 Gramm Eiweiß. Das Ganze habe ich richtig geil mariniert auch noch und noch von gestern von der indischen Bestellung ein bisschen Soße drüber gemacht. Hat 1000 Kalorien und knapp 100 Gramm Eiweiß, was sogar ein bisschen zu viel in einer Mahlzeit ist. Ich teile mir das ein bisschen auf. Ich persönlich bin ein ziemlich kochfauler Mensch, deswegen will ich möglichst wenig Zeit in der Küche verbringen und viel Zeit vom PC und Fortnite spielen. Für Fortnite! Ja? Fortnite, langsam. Ah, mein Nachheim.
Umso geiler, dass das Essen richtig schnell ging. Auch gut Deutsch übersetzt. Umso besser, dass diese Nachtrainingsmahlzeit in kürzester Zeit zubereitet wurde. Brauche ich nicht viel zu sagen. Das wird mich richtig sättigen. Und das Geile ist, wenn ich das aufgegessen habe, habe ich sogar immer noch ein paar Kalorien offen. Uhr und der erste Tag vom Magmaton Reverse ist vorbei. Die offenen Kalorien werden noch mit einer Banane und diesen Süßigkeiten hier, die ich aus Japan mitgenommen habe, sieht so von hinten aus. Ich habe da ja nichts probieren dürfen. Das sind so Schokoteile mit Knusper drin. Wow, die schmecken sehr geil. 250 Kalorien hat die ganze Packung. Und insgesamt komme ich dann auf meine 2600 Kalorien. Ich habe alles abgedeckt und ich habe schon jetzt richtig Bock auf die kommenden 4 Wochen. Ich werde es noch Videos schneiden, zeitlich ins Bett gehen, genug Schlaf nachholen, die nächsten Tage einfach durchziehen. Ganz nach dem Motto des Kanals, keine Ausreden. Heute ist mein Geburtstag und heute ist auch einer der einzigen Cheat Days im ganzen Experiment. Es wird 2 Tage geben, wo ich mich nicht an meinen Ernährungsplan halte und heute ist einer davon. Der nächste ist, wenn ich meinen Geburtstag mit meinen Freunden feiere. Wir haben gerade Geschenke aufgemacht. Da gab es ein Geschenk, das könnte mir bei diesem Selbstexperiment sogar wirklich helfen. Das hier, das ist eine Gewichtsdecke und die wiegt wie viel Kilo? 8 Kilo, 10 Kilo, irgendwie sowas um den Dreh. Damit soll man besser schlafen können. Diese Gewichtsdecken sollen viele Vorteile haben, zum Beispiel die Linderung von Angstzuständen, sowie die Freisetzung von Glückshormonen und generell der Druck, den die Decke auf deinen Körper auswirkt, eine beruhigende Wirkung. Das ist ähnlich wie eine feste Umarmung. Das sind jetzt meine Cheat-Muffins, die hast du gemacht. Mit? Oreo, Schokolade und so ein Frost-Ding. Aber das muss eigentlich noch in den Kühlschrank. Deswegen habe ich jetzt noch ganz wenig drüber machen können. Ich werde mir heute auch ein bisschen gönnen, aber ich werde es nicht komplett übertreiben, Leute. Das kommt geil mit der Schokolade und dem Oreo. Ich will meine Blutwerte nicht komplett zerstören, Leute. Deswegen einigermaßen gesund, aber dennoch für mich ein kleiner Cheat. Ein schönes Brot mit Avocado, Burrata, hier eine Menge Salat, einem pochierten Ei und nochmal das Gleiche. Dazu noch ein bisschen Räucherlachs für die Proteine und die gesunden Fette. Wenn man Sachen mit der Hand isst, schmecken sie noch besser. Ich würde das Frühstück mit Saft, Kaffee und allem drum und dran vielleicht allerhöchstens auf 1000 Kalorien schätzen. Jetzt kommen hier noch 2 so Muffins dazu, dann sind wir vielleicht bei 1500. Und dann habe ich noch locker 2000 Kalorien für heute Abend offen, wenn ich jetzt noch trainiere. Dann gehe ich mit einem minimalen Überschuss von 100, 200 Kalorien raus. Das heißt, es ist fast so, als wäre der Tag heute einfach nicht da gewesen. Mein Pre-Workout-Meal. Und danach gibt es eine super geile Mahlzeit, die ich schon lange nicht mehr hatte. Fertig trainiert, Leute, und jetzt steht eine kleine Challenge an, weil das Eisbad heute noch absolviert werden muss. Meine Familie ist schon da und heute ist die Möglichkeit, euren ganzen Hass an mir rauszulassen. Wer hat Hass auf mich? Naja. Vor einer Woche habe ich mit dem Selbstexperiment begonnen, mit 1,5 Minuten in der Eistonne. Und heute schauen wir mal, wie lange ich aushalte. Ich verlasse die Eistonne erst, wenn der letzte von euch aufgehört hat, irgendein Geburtstagslied für mich zu singen. Es ist egal, was ihr singt, es muss ein Geburtstagslied sein. Und wenn der letzte aufgehört hat, darf ich aus der Tonne wieder raus. 4,8 Grad kaltes Wasser. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, ja. Lieber Julian, zum Geburtstag viel Glück. Ach, ist das schön. Zum Geburtstag viel Glück. Nein. Okay. Ach, hoch soll er leben, okay. 2 Minuten Zeit, war kalt genug bei 5 Grad. Ich muss sagen an euch alle, Dankeschön für die lieben Geburtstagswünsche. Und jetzt kommen wir zu dem lang ersehnten Abendessen, worauf ich mega Lust habe. Und das ist ultra befriedigend und geil zu essen. Und zwar Spaghetti mit einem frischen, selbstgemachten Pesto. Ich werde jetzt bestimmt 300 Gramm Spaghetti, vielleicht sogar ein komplettes Pfund Spaghetti verdrücken. Dieser kleine Teller ist mit 3 Gabeln bei mir weg. Das ist mein Cheat Meal, Leute, an meinem Geburtstag. Mit Abstand das Befriedigende zu essen, was man essen kann. Finden, wie schmeckt's? Besser als The Rock Cheat Day? Mal wieder Gespräche. Ach ja, übrigens, ich blende euch mal an der Stelle ein kleines TikTok von Finns Zwilling ein. Hier gibt's jetzt nochmal einen zweiten Teller. Die letzte Mahlzeit des heutigen Cheat Days ist noch ein drittes Muffin, was meine Mutter gemacht hat mit Marshmallow, Schokolade und Erdnuss.
Sehr, sehr gefährlich. Und es gibt nochmal einen dritten Teller Nudeln mit Lachs, um noch ein bisschen Eiweiß reinzubekommen. 3 Tage später. Das mit dem Cheat Day ist doch nicht so ganz gelaufen, wie ich gedacht hätte. Also wir haben jetzt mittlerweile Montag. Mein Geburtstag war am Donnerstag. Dann wisst ihr, die übrigen 5 Cupcakes haben es am Freitag nicht überlebt. Ich muss euch das einfach mal sagen. Es gibt Menschen und dann gibt es Maschinen. Eine davon habe ich hier bei mir daheim. Ich bin Sophia, 23 Jahre alt, auch bekannt als Sophia der Maschine. Ich zähle dann aber doch eher zu den Menschen. Und auch ich habe mal einen Tag, wo es mir einfach richtig kacke geht. Und letzte Woche in meiner Geburtstagswoche sind viele Sachen passiert, die mich abseits von diesem Video ziemlich belastet haben und ziemlich fertig gemacht haben. Und ich habe mir halt einfach dann 5 Cupcakes am Freitag rein gestopft. Das ist ja normal, ne? Die haben einfach auch richtig gut geschmeckt. Samstag, Sonntag und auch heute wird aber natürlich wieder durchgezogen. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz dazu, wie ich mich fühle. Und eine Sache sollte euch vielleicht auch schon aufgefallen sein. Schaut euch mal mein Hautbild an, meine Haut, mein Gesicht etc. Ich finde, dass ich erstens schon mal ein bisschen markanteres Gesicht habe. Ich habe noch nicht auf die Waage geschaut. Und diese ganzen kleinen Mikro-Hautunreinheiten auf der Stirn und auch an der Schläfe, die ich bei dem McDonald's-Experiment hatte, die sind auf jeden Fall weniger geworden. Ich habe gegen Ende des Magmatons hier drin ein Selfie gemacht. Und jetzt vergleicht das einfach nochmal mit den Videoaufnahmen von draußen oder von jetzt. Die Augenringe sind weg und man sieht nicht nur fitter und vitaler aus, sondern man fühlt sich auch so. Und das finde ich doch eigentlich eine geile Motivation für viele da draußen, die mit ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht so zufrieden sind. Es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Mit einem gesünderen Lebensstil kann man anscheinend vom Äußerlichen ziemlich viel rausholen. Und mit dem Thema generell hat Körperpflege auch was zu tun. Da habe ich eine richtig geile Empfehlung für euch, wenn du da draußen noch ein Geschenk für deinen Freund oder Mann brauchst oder so. Denn das Video heute ist von Manscaped gesponsert. Auf die bin ich in einem Video von Holle aufmerksam geworden durch diesen Trimmer. Und dann habe ich mir den im Sommer diesen Jahres selber bestellt, selber monatelang getestet. Und deswegen bin ich sehr froh, euch in diesem Video einen fetten 20% Rabattcode präsentieren zu dürfen. Mit dem Code Franklin könnt ihr nämlich bei Manscaped 20% auf das ganze Sortiment sparen, weil auch so ein süßer Hamster wie ich hat 2 Nüsschen, die manchmal rasiert werden müssen. Und der ein oder andere Mann da draußen kennt das Problem, wenn es ums Thema Nüsschen rasieren geht. Und damit das nicht mehr passiert, hat Manscaped diesen Trimmer hier entwickelt, der unter anderem hier ein LED-Licht hat. Also wenn es mal richtig dunkel wird bei euch, seht ihr immer noch was und mit der SkinSafe-Technologie schneidet ihr euch nicht. Und sowas könnt ihr euch dann zum Beispiel im Performance Package 4.0 holen. Da habt ihr hier das Aufladegerät, eine Boxershort, den Trimmer, einen Ball Toner und Refresher. Und wenn ihr untenrum auch richtig gut riechen wollt, dann hier auch nochmal ein Ball Deo. Die frisch duftenden Nüsschen, Leute. Mit dem Code Franklin kriegt ihr 20% Rabatt, kostenlosen Versand. Mit ein bisschen Glück kommen die Sachen auch noch bis Weihnachten an. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass sich darüber viele Männer freuen. Also probiert's aus. Hamster-Nüsschen-Garantie. Was ihr aber natürlich wissen wollt, ist, wie fühle ich mich denn aktuell? Und dazu kann ich nur eins sagen, ich fühle mich dynamischer denn je, stärker, fitter, vitaler. Schon am frühen Morgen bäng ich deine Sis im Pyjama. Moment mal, ich habe eine Freundin, das macht dann irgendwie nicht so viel Sinn. Auf jeden Fall, das Eisbaden tut immer noch genauso weh wie am ersten Tag auch und es bleibt einfach unangenehm. Aber es wird ein bisschen wie so eine Sucht, weil man halt einfach viele Endorphine ausschüttet. Außerdem habe ich mehr Energie den ganzen Tag über, habe nicht so diese krassen Tiefs und fühle mich einfach vom Körpergefühl her besser. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man Trash isst und sich danach einfach schlecht fühlt. Das habe ich halt jetzt nicht mehr. Und man weiß, dass man einfach ein schönes Ziel vor Augen hat, wo man drauf hinarbeitet. Meine Kopfschmerzen, die ich bei dem McDonald's-Experiment die ganze Zeit hatte, sind auf jeden Fall komplett weg. Ich hatte keinen einzigen Tag Kopfschmerzen. Und anstatt einem Big Mac als Pre-Workout-Meal gibt es jetzt hier die The Rock Pancakes mit Apfel-, Aprikosenmark und Protein-Pudding. Rezept dazu werdet ihr auch bald bekommen. Wir haben den 1. Dezember, Leute. Es sind 2 Wochen rum vom Magmaton Reverse. Sowohl mein Aussehen, Selbstwertgefühl als auch meine Gesundheit war vor 2 Wochen komplett anders. Und ich muss sagen, dass ich jetzt zumindest schon das Gefühl habe, dass ich mit den 2 gesunden Wochen den kompletten Monat davor weggemacht habe. Ich fühle davon überhaupt nichts mehr. Ich finde, man sieht mir auch nichts mehr davon an. Und wie mein Endgewicht, meine Endgesundheitswerte und wie lange ich in der Eistonne aushalte, das erfahrt ihr alles nächste Woche, Leute. Deswegen schaltet nächste Woche ein bei der letzten Folge der Magmaton-Reihe vom Magmaton Reverse. Bis dahin, over and out. Ciao!